Ja, hi, hier ist der Christian von Wir und unsere Ziegen. Heute Morgen haben wir festgestellt, dass eins unserer Perlhühner gehumpelt hat, ganz stark. Sich wahrscheinlich gestern irgendwo verletzt. Ja, und deshalb mussten wir das leider schlachten. Ne, das war schon, sah nicht mehr gut aus. So, hier habe ich das Perlhuhn. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie man so ein Perlhuhn zupft und euch ein bisschen auch darüber erzählen, über Perlhühner. Ne? Ich habe hier meinen Eimer und gieße da erstmal heißes Wasser drüber. Also richtig kochendes Wasser. Schön drüber. So. Dann lösen sich die Federn. Also man kann die dann leicht rausziehen. Das Huhn bleibt auch so, das kann man auch mit normalen Hühnern machen. Das bleibt auch in dem kochenden Wasser drin. Jetzt kann man das hier auf die eine Seite drehen von dem einen Flügel, damit das da schon mal schön an das heiße Wasser rankommt. Ja, und dann kann man im Prinzip schon mal anfangen, das dann zu zupfen. Ja, wir haben uns vor, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange das her war, ich glaube, ja, so 5 Jahre. Natalia hatte sich gewünscht, Perlhühner, die hat die bei Nachbarn gesehen. Und dann sind wir da hingefahren und haben bei denen einfach Eier gekauft. Und die Eier von denen, befruchtete Eier, die haben wir dann unter eine normale Glucke getan, eine Hühnerglucke. Ja, und seitdem haben wir halt diese Perlhühner. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, also das mache ich jetzt hier im Eimer drin, aber man nimmt dann halt den Flügel zum Beispiel, nimmt die Federn und zieht dann leichter dran, nicht feste ziehen. Auf gar keinen Fall, sonst kommt das Haut mit. Also immer leicht, wenn man merkt, da ist ein Widerstand, lieber nochmal ins heiße Wasser rein und immer schön leicht ziehen, ne? Nicht zu stark. Und dann kriegt man eigentlich die Federn ganz gut rausgezogen. So, ne? Und dann immer von einer Stelle immer mehr, ist halt Fleißarbeit. Ne? So. Ja, was kann man so zu Perlhühnern sagen? Viele haben uns gefragt, ja, erzähl doch mal was über die Perlhühner und so. Also Perlhühner grundsätzlich sind aus Afrika. Die sind dann irgendwann nach Europa rübergekommen und sind dann hier, also eine dieser Arten, es gibt glaube ich 6 verschiedene Perlhuhnarten. Und eine dieser Arten, das sind diese hier, die wurden dann domestiziert, ja, für den Farmer, für den Bauern. Und die werden jetzt halt in ganz Europa und auch in der ganzen Welt eigentlich gehalten. Bei den Perlhühnern, das ist eigentlich für uns sehr, sehr gut. Warum? Also Perlhühner zum einen sind total robust. Wenn die erstmal aufwachsen und so, wenn die geschlüpft sind, selbst der Fuchs, der fängt die nicht. Die sind sehr, sehr schnell, fliegen sofort bei Gefahr weg, warnen auch die anderen vor Gefahr. Deshalb, das hört ihr auch in vielen unserer Videos, immer dieses Geschrei. Das ist immer ihr Warnruf und dann gucken alle auch sofort, alle Perlhühner gucken, was ist los, wo ist was los und sind immer voll gewarnt. Dann, wenn ein Perlhuhn anfängt loszufliegen oder zu flattern, weil es Gefahr spürt, und dann sofort im großen Ganzen, in der großen Herde, fliegen dann alle los, ne? Und sofort auch eine große Distanz. Also die fliegen jetzt nicht so wie Hühner mal so 2-3 Meter. Die können auch schon mal so 30 Meter eben locker fliegen, ne? Das machen die auch. Ist jetzt nicht ein Vogel, der die ganze Zeit im Himmel rumfliegt. Ist ein Erdvogel, klar. Aber das können sie und das machen sie auch. So, seht ihr, ich habe jetzt hier vom Hals an, mache ich das jetzt hier langsam runter, gehe immer einen Schritt weiter, ne? Immer ein bisschen weiter. Und immer locker. Also niemals irgendwelche
so starke Rupfbewegungen machen, sodass dann die Haut damit abgeht. Ne? Das ist dann natürlich dann kaputt. Das passiert mal, aber man muss halt vorsichtig sein. Ne? Ja, was essen so Perlhühner? Was wir festgestellt haben, wenn ihr Auslauf, wenn ihr Platz habt, ist es von Vorteil, die Perlhühner auch draußen rumlaufen zu lassen, weil Perlhühner lieben einfach Insekten. Es ist anders wie das normale Haushuhn, das dann auch morgens zum Beispiel viel Korn braucht, Weizen etc. Aber ein Perlhuhn, die picken auch Weizen, die picken auch ein bisschen das Korn, aber nicht so viel. Die lieben halt draußen rumlaufen, Insekten zu picken, und das ist einfach für die sehr, sehr wichtig. Deshalb ist es auch, wenn man denen zum Beispiel dieses Kükenfutter gibt und so, am Anfang, wenn die klein sind, ist das für die gar nicht so super gut. Man muss denen eigentlich so Futter mit viel Protein geben. Die brauchen also mehr Protein. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es ist vom Fleisch her ist es eher so, würde ich sagen, ja, eher wild, also ein dunkleres Fleisch, aber sehr, sehr lecker. Also muss man wirklich sagen, man isst das wirklich gerne, kann das ganz normal so auch wie Huhn verarbeiten, aber es schmeckt doch schon ein bisschen anders, ne? Und wenn ihr die Gelegenheit habt, wenn ihr vielleicht keinen Garten habt, wenn ihr vielleicht keine Tiere halten könnt, dann kauft euch mal eine Perlhuhnbrust oder irgend sowas. Probiert das doch mal. Das ist wirklich lecker. Ich werde mal die Natalia sagen, vielleicht kann sie auch mal euch ein Rezept oder so zeigen. Oder wenn sie irgendwie mal was macht, dann werden wir euch das mal zeigen. Ne? Ja, Perlhühner, so ein Perlhuhn halten, ist natürlich Quatsch. Man braucht schon so ein paar Stück, und die sind gerne in so Gruppen zusammen. Wir merken das auch, dass wir hier zwei, drei Gruppen haben, die dann immer zusammenhängen. Also die sind nicht immer alle zusammen. Die haben auch ihre Anführer und halten sich dann an ihre Gruppe. Was echt schwierig ist bei Perlhühnern, Männchen und Weibchen auseinanderzuhalten. Das ist fast unmöglich. Also wenn man die nicht irgendwie bezeichnen würde oder so, dann glaube ich, wüsste man das gar nicht. Deshalb das haben wir aber auch noch nicht in Angriff genommen. Wir lassen das einfach so und ja, lassen der Natur ihren Lauf. Ne? Also da mischen wir uns auch jetzt nicht groß ein. Ne? Ja, aber auf jeden Fall, man kann es empfehlen. Es ist ein Tier, was man leicht halten kann, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn man viel Platz und Auslauf hat. Wenn man jetzt nahe an Nachbarn wohnt, vielleicht enger zum Nachbarn hin und das vielleicht so auch eingezäunt hat, das Grundstück, aber die sind laut. Also das muss man beachten. Ne? Die schreien schon den ganzen Tag. Und ja, muss man halt gucken, dass der Nachbar sich dann nicht aufregt darüber. Ne? Also das ist so ein Punkt. Aber die sind auf jeden Fall viel robuster wie Hühner. Jetzt muss ich doch mal wieder hier ein bisschen ins Wasser einweichen. Ich habe gemerkt, dass die Federn jetzt nicht so gut rausgehen. Dann tue ich das lieber nochmal das Stück ins Wasser rein. Ne? Ja, und wie gesagt, die Nachbarn können sich dann halt darüber aufregen. Ne? Da muss man halt beachten bei der Sache. Ja, aber sonst haben wir echt viel Freude mit den Perlhühnern. Das macht sowieso auch Freude, die Tiere so zu beobachten. Ja, jetzt habe ich das Perlhuhn, soweit es ging, halt von den Federn entfernt. Und jetzt habe ich hier mein Gasbrenner. Und mit denen mache ich jetzt die kleinen, feinen Härchen ab. Ne? Ich mache das einfach mal an. So, und brenne dann die kleinen, feinen Härchen hier ab von dem Huhn. Ja, jetzt ein bisschen Wind hier, allerdings geht das noch. Ne? Bisschen heiß machen jede Stelle, nicht zu lange drauf halten, weil wenn man zu lange drauf hält, ist klar, dann geht die Haut kaputt. Das will man natürlich auch nicht. Ne? Wenn das man so ein bisschen gewärmt hat und angeflammt hat, dann kann man das auch wieder ausmachen, den Brenner. So, ein bisschen nachentfernen, wieder was abzupfen und dann wieder anmachen. Ne? So macht man das schön langsam, vorsichtig alles weg.
So, bisschen hier reiben, dann gehen die letzten Härchen auch ab und dann hat man nachher ein wunderbar sauberes Haut und Fleisch. So. Jetzt wieder ein bisschen anmachen vielleicht, noch ein bisschen überall in allen Ecken. So ein Teil ist ziemlich praktisch, so ein Bunsenbrenner oder wie man das nennen soll. Hier unten kommt eine Gaskartusche rein, kann man locker austauschen, so eine Kartusche kostet 1 Euro und hält also sehr, sehr lange. Das ist wirklich gut. Natürlich aufpassen, dass man sich die Finger nicht verbrennt, allerdings geht das eigentlich ganz gut. Ne? So kann man das auch wirklich die Flamme dahin bringen, wo man sie braucht. Ja, okay, jetzt machen wir noch den Rest ab und dann schauen wir weiter. So, hier noch ein bisschen, dann ist das alles schön ordentlich, die ganzen Ecken. Das will man natürlich nicht mitessen, ne? Ja, wie gesagt, also wir essen das gerne, Perlhuhn. Das ist wirklich ein sehr leckeres Fleisch, ein bisschen, ja, Wildgeschmack, würde ich sagen. Aber auch sehr zart und lecker, also kann es wirklich sehr, sehr gut essen. Genau auch wie Huhn zu verarbeiten in Soßen. Man kann das natürlich auch, ja, grillen oder was auch immer. Also es schmeckt einfach immer wunderbar. Ne? So, jetzt habe ich das hier relativ gut befreit. Ich glaube, das ist alles so. Jetzt will ich mal euch die Kamera ein bisschen näher machen. Und dann zeige ich euch mal, wie ich so einen Huhn ausnehme. Das ist vielleicht auch für einige mal interessant, mal zu sehen, wie man so einen Huhn ausnimmt. Ne? Okay, das zeige ich euch jetzt mal. Muss ich allerdings ein bisschen das Stativ umdrehen. So, als allererstes braucht man natürlich ein scharfes Messer. So, und ich fange dann immer an, von hier aufzuschneiden bis zum Knochen. So. Hier ist ein ziemlich hartes Stück. Hier kommt man ganz gut durch. So, und dann nehme ich mir hier einen Hammer. Ich weiß es nicht. Ich mache das immer ganz so vorsichtig ein bisschen reinkloppen. Und dann hier kann man schön die Haut aufschneiden. Da kommt man ganz gut dadurch. Dann kann man das hier aufmachen. Geht man in diese Richtung und jetzt kloppt man hier oben den Knochen durch. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch andere Methoden. Ich habe das halt mir so beigebracht oder erarbeitet und ja, ich mache das jetzt immer so. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Jetzt schneide ich das hier auf am Hals, hier so durch. Ist das hier alles geöffnet? Ein bisschen aufmachen. Dann hier unten. Hier muss man vorsichtig arbeiten, weil ja hier unten die Eingeweide sind, dass man das nicht verletzt und dass das dann in das Fleisch reingeht. Ne? Das kommt schön vorsichtig hier bis zum Popo runterschneiden. Da braucht man auch gar nicht groß weiterzugehen. So, kann man hier schon oben ein bisschen wieder. Aha, hier seht ihr, das ist ein Knochen. Das ist besser, wenn man den durchgehackt hat. Ich mache das immer mit dem Hammer und nehme das dann immer zur Hilfe. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr andere Ideen oder wisst das anders, wie man das machen kann. Ich habe mir das so halt so erarbeitet. Ne? Du machst es sehr gut. Ah, danke schön.
Hör mal, hast du mal eine Schüssel für mich oder so, wo ich die Sachen reintun kann? Also hier ist das Herz. Das tut man hier halt weglegen. Oder wie ich auch jetzt Natalia ja auch gebeten habe, dass sie mir mal eine Schüssel gibt. Habe ich jetzt natürlich vergessen. Hier nehmen wir die Leber raus. So. Das kann man alles mit der Hand machen. Ja, das ist vielleicht am Anfang ein bisschen unangenehm. Jetzt suchen wir hier die... Sehe ich gar nicht. Normalerweise ist da die Bauchspeicheldrüse mit dran. Die habe ich vielleicht jetzt hier dran gelassen. Vielleicht noch da dran. Normalerweise macht man die dann hier ab. Und diesmal ist die gar nicht hier dabei. Sehe ich gar nicht. Ah, hier. Die ist am Magen dran geblieben. Hier das Grüne, was ihr hier seht. Oh, und hier gibt es Eier. Da muss ich auch vorsichtig jetzt sein. Weil die Eier, die kann man nämlich essen. Die kann man retten. Uiuiui, die hat noch Eier gelegt. Die Arme. So, man nimmt jetzt hier den Magen und arbeitet sich langsam hier vor, dass auch nicht hier die Eingeweide da aufplatzen oder so. Das ist jetzt nicht so schlimm. Man kann das auch danach alles schön rauswaschen. Das ist jetzt wirklich nicht schlimm. So, hier unten, wie ihr seht, habt ihr ja hier den Darmtrakt und den schneidet man hier mit dem Popo raus. Komplett, ne? Ich nehme mal den Hammer hier weg. Dann kann man das hier vielleicht ein bisschen besser sehen, was ich hier mache. Ich schneide das hier um den Popo herum raus, kann das gleich komplett rausnehmen. Vorsichtig, schön langsam arbeiten, schadet nicht. Immer wenn irgendwo noch was hängt oder ist, dann ein bisschen mit dem Messer nachhelfen. Oh, seht ihr, wie das hier rauskommt? So, und dann kann man das hier drumherum alles abtrennen. So, dann ist es getrennt, das Fleisch ist sauber. Und wir haben jetzt hier den Eimer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das auf der Kamera noch sieht. Aber da kann ich halt die ganzen Eingeweide reintun. Mir ist eine Glucke abgehauen. Oh, okay. Die Eier sind schon kalt. Ah, das ist aber schade. Hast du noch eine Glucke? Ja. Okay. Hier schneide ich jetzt den Magen ab. Den Magen kann man auch nehmen und essen. Schneide ich jetzt die Eingeweide ab. Und das Ganze mit Federn und Eingeweide, das tun wir nachher auf den Kompost. So. Schneiden wir das Stück hier ab. So. Und hier im Magen, da sind ja, also hier im Magen sind ja die ganzen Körner noch drin, das Essen von dem Vogel. Das schneide ich jetzt hier so in der Hälfte durch. So. Klappt das auf. Ich mache das mal so, kann man das vielleicht besser sehen. Klappt das dann auf und tue den Mageninhalt auch mit in den Eimer für den Kompost und kann jetzt hier diese Haut, die innere Haut vom Magen, kann ich einfach so abziehen. Seht ihr das? So. Kommt dann auch weg. Da ist zum Beispiel einer, jetzt haben wir mal einen Pantaker, der hier so schreit. Ey, Ruhe, unterhalte mich hier gerade. So, ja, haben wir das mit dem Magen auch geklärt. Der kommt jetzt hier hin. Normalerweise in Schüsselchen, aber das haben wir jetzt noch nicht. Und hier oben ist ja auch noch der Futtersack. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man das genau nennt. Den müssen wir auch entleeren. Tun wir jetzt hier über den Eimer wieder alles rein. Man auch abziehen, nicht hier runter entfernen. Ne? Nachher einfach mit dem Wasserschlauch mache ich das hier alles sauber. Dann ist das hier alles sauber. So. Aber auf dem Kompost, da können die Tiere das noch essen. So, die Eier lasse ich jetzt hier dran. Da
das kann die Natalia mir nachher alles sauber machen. Ich nehme jetzt hier noch die. Ja, sind leider Eier dran. Schade, ne? Aber hier kann man das auch mal ganz gut sehen, wie sich so die Eier bilden, ne? Von ganz klein. Und dann werden die immer größer und jeden Tag kommt dann halt das eine Ei raus, ne? Hier oben die Lunge, das ist jetzt hier die Lunge. Die nimmt man sich hier so raus, von der Seite. Kann dann hier greifen und nimmt dann die Lunge, tut die auch auf den Kompost, ne? Hier, das ist beim Schlachten entsteht dann halt manchmal, verkrümmt sich das Blut und setzt sich hier so fest. Das kann man nachher schön mit dem Wasser alles entfernen und sauber machen, dass man da auch keine Reste hat von der Lunge oder von Blut oder irgend sowas. Das macht man hier alles schön mit dem Wasser sauber und dann hat man halt das gereinigte, saubere Huhn fertig. Ne? Jetzt mache ich das so. Ich tue jetzt hier den Magen reinlegen, wieder das Herz und auch die Leber. Und dann kriegt die Natalia das. Die kann es dann weiter verarbeiten. Ne? Ja, das wäre es erstmal so von mir für heute. Das ist so schön, dass mein Schatz gibt mir die geschlachteten Tiere einfach wie im Supermarkt. Wie im Supermarkt. Na, er muss ein bisschen mehr noch sauber machen. Einfach, ne, in die Schüssel und darf nur noch kochen. Ja. Ui, wie große Eier. Ja. Schade eigentlich, aber gut, die war verletzt. Die hat gehumpelt. Was soll man machen? Ah, die hat hier so ganz dick den Fuß, den Füßchen. Ja, oh. War krank, hat sich da gebrochen vielleicht, den Fuß gebrochen. Wahrscheinlich gebrochen, ja. Ja. Guck mal, ganz dick entzündet einen Fuß. Naja, das ist auch nicht schön, dass sich das Tier damit rumquält. Diesen Fuß können wir nicht essen. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns schreibt einen Daumen hoch. Schreibt uns in den Kommentaren, ob ihr Perlhühner habt. Und, ja, oder wie ihr die schlachtet. Vielleicht gibt es da noch bessere Methoden. Nee, ich wollte wissen, wie ihr Männer von Frauen unterscheidet. Ja, bei den Perlhühnern, weil ich habe das schwer. Wenn ich wüsste, dass das ein Mädchen ist mit den Eiern, hätte ich vielleicht gar nicht geschlachtet. Ja, aber was willst du machen? Das Tier ist ja krank. Ein bisschen gehumpelt. Vielleicht hat er geheilt. Vielleicht. Aber jetzt ist zu spät. Ja. Jetzt landet in der Pfanne. Ja. Also euch alles Gute. Bis dahin. Ciao.